Hey Leute, willkommen zu diesem Video. Wie ihr schon im Titel erkennen könnt, ist ein paar nicht so schöne Dinge passiert. Was es damit auf sich hat und wie die ganze Story ist, erzähle ich euch jetzt. Wie die meisten von euch wissen, habe ich letztes Jahr auf Bali einen Straßenhund als Welpe gefunden. Und das ist nämlich April. April kennen wahrscheinlich wirklich alle von euch. Ich habe die ganze Story auf YouTube mit euch geteilt, auf Facebook mit euch geteilt, auf Instagram, wie auch immer. Und ich bin mit diesem Hund wirklich durch die Hölle gegangen, kann man sagen. Weil ich einfach, wie gesagt, super viel Energie in diesen Hund investiert habe. Natürlich zum Positiven hin, ja. April ist der absolute Wahnsinn. Die hat mir einfach so viel Energie gegeben. Und ich bin super froh, dass ich sie gefunden habe. Sie ist gefühlt immer noch mein Hund, obwohl ich sie gerade nicht habe. Aber ja, ich habe April gefunden, aufgenommen, aufgepäppelt. Und dann haben wir durch eine Spendenaktion es geschafft, April nach Deutschland zu bringen, ja. Wir haben innerhalb von 2 Tagen haben wir 2000 Euro zusammengesammelt. Das war wirklich unglaublich krass. Also hätte ich niemals gedacht. Ich bin dann mit April nach Deutschland geflogen. Und dann habe ich, ja, eine neue Familie für sie gesucht, weil ich April selber nicht behalten konnte. Das ist einfach nicht möglich mit meinem aktuellen Lifestyle. Ich war jetzt lange in Deutschland. Das wird sich auch bald ändern. Aber ich hätte sie auch sowieso generell nicht behalten können. Übrigens, wer die Story mit April noch nicht kennt, kann sich einfach nach diesem Video das Video von April und mir, wo ich sie gefunden habe, anschauen. Den Link findet ihr hier irgendwo in der Beschreibung. Ja, als ich in Deutschland war, habe ich dann natürlich eine Familie gesucht. Ich habe auch erst keine gefunden. Das war irgendwie total komisch, total schwierig. Nach einem Monat habe ich dann jemanden gefunden. Für mich war es auch wichtig, dass ich den Personen vertrauen kann, obwohl ich einfach merke, da ist ein Grundvertrauen da. Und mir war wichtig, dass ich auch immer noch im Kontakt stehe zu den neuen Besitzern. Tja, ich hatte einfach bei einer Familie einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Was sich dann später herausstellen sollte, dass das letztendlich die falsche Entscheidung war. Auf jeden Fall hatte ich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl und für mich war in dem Moment das absolute Richtige. Ja, es war eine Familie mit einem kleinen Kind, mit einem Häuschen in einer Vorstadt. Es war einfach alles perfekt. Ich richte mich wirklich nach meinem Bauchgefühl und ich hatte einfach ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Und die waren auch super begeistert, ja. Dann ging das auch alles gut. Ich habe denen immer Fragen gestellt. Ja, wie geht's, April? Von denen kam jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Das war aber auch nicht schlimm, weil ich musste ja auch so ein bisschen Abstand gewinnen, weil mir fiel das natürlich auch nicht leicht, April einfach abzugeben, ja. Aber dann habe ich im Dezember eine erste Nachricht bekommen, dass die total verzweifelt mit April sind, dass April alles kaputt machen würde, dass das mit dem Kind nicht richtig klappen würde, weil April halt ja so aktiv ist oder die Spielsachen kaputt machen würde. Und als ich diese Nachricht bekommen habe, war ich echt richtig, boah, ich war schon frustriert. Es hat mich richtig getroffen, diese erste Nachricht, wo ich einfach dachte, das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein, ja. Weil die dann auch geschrieben haben, zum Beispiel, dass April ja nicht richtig hört und ja irgendwie voll viel bellt, einfach sehr, sehr schwierig ist. Und das stimmt nämlich einfach überhaupt nicht. Als ich das gelesen habe, dann habe ich einfach gemerkt, okay, irgendwas passt da nicht, weil ich kenne April ja besser als jeder andere auf dieser Erde und ich habe April ja aufgezogen. April war einfach so easygoing, also ich hatte so ein Glück mit April. Ich war ja auf Bali und bin noch viel rumgereist währenddessen noch und April war einfach so einfach zu erziehen und so schlau auch. Die hat mich in der ersten Nacht, hat die mich wach gemacht und mich angeknurrt, weil die auf Toilette gehen musste. In der ersten Nacht, wo ich sie hatte. Die kam gerade von der Straße. Wie krass ist das denn, ja? Ja, auf jeden Fall haben die ihm geschrieben, dass da irgendwas nicht passt und so. Und ich dachte mir so, okay, wenn April was kaputt macht, dann kann es nur daran liegen, dass April nicht ausgelastet ist. April ist ein Welpe. April ist verdammt smart. April lernt schnell. April liebt andere Hunde, liebt es zu spielen. Und wenn ein Welpe was kaputt macht, dann liegt es wahrscheinlich einfach daran, dass dieser Hund nicht ausgelastet ist und spielen will und halt ein Kind noch ist, ja? Sie ist einfach ein Kind. Und dann dachte ich halt, die kümmern sich nicht richtig darum. Dann habe ich mir mal vorgeschlagen, ja, vielleicht solltet ihr mal zur Hundeschule gehen. Hundeschule ist definitiv sinnvoll. Vor allen Dingen, April ist ja von mir zu denen gewechselt. Und natürlich muss April auch erstmal auf die ganzen neuen Besitzer erstmal hören. Auf mich hat April immer gehört. Ja, ich konnte sie immer frei rumlaufen lassen. Am Strand zum Beispiel habe April gerufen. Sie ist direkt wiedergekommen. Bevor ich nach Deutschland geflogen bin, habe ich 2 Wochen lang auf Bali mit April Autofahren geübt oder habe ihr es beigebracht, weil die immer schlecht geworden ist beim Autofahren, ja, oder Angst davor hatte. Und ich habe 2-mal am Tag für 2 Wochen ein Taxi gerufen, damit ich hin und her mit der fahren kann, nur damit die das lernt. Also wisst ihr ungefähr, wie viel Energie ich da rein investiert habe, nur damit es dem Hund am Ende gut geht und der sicher nach Deutschland kommt, ohne dass der die absolute Panik schiebt. Ja, und dann habe ich eine 2. Nachricht jetzt im Januar bekommen, dass die April nicht behalten können, dass es einfach nicht mehr geht. Und als ich die Nachricht bekommen habe, habe ich total anders reagiert, ehrlich gesagt, als bei der ersten Nachricht. Bei der ersten Nachricht war ich richtig frustriert und enttäuscht. Und bei der 2. Nachricht war ich einfach so, okay, ich muss jetzt eine Lösung finden. Es geht gar nicht anders, ja. Ich brauche mich da jetzt nicht drüber aufregen. Es ist so passiert. Es tut mir einfach unglaublich leid für April, dass
war die einzige Sache, was ich die ganze Zeit gedacht habe, so, ich will die Familie, ich nenne ja auch keinen Namen, und ich will die Familie auch nicht fertig machen, auch wenn ihr das Video hier sehen solltet, und ich war einfach enttäuscht, ja, und ich wollte einfach nur, oder will einfach nur das mit euch teilen, damit ihr auch wisst, okay, was passiert eigentlich so hinter den Kulissen, weil ich so lange auch kein Video gepostet habe. Und dann habe ich einfach nach einer Lösung gesucht und es gab noch eine zweite Familie, ein Pärchen aus meiner Heimatstadt, welches auch an April interessiert war und die ganze Zeit gesagt haben, wir würden April sofort nehmen, aber letztendlich hatte ich mich am Anfang gegen die entschieden. Warum auch immer, einfach, ich höre auf meinen Bauch. Und dann dachte ich mir so, okay, ich weiß, dass das wirklich so wunderbare Menschen sind und denen vertraue ich auch sehr, sehr und die haben mir auch immer direkt zurückgeschrieben, da musste ich nie auf eine Nachricht warten. Die haben auch einen anderen Hund, auch einen anderen Straßenhund. Das, was ich mir immer gedacht habe, als ich April zu der ersten Familie abgegeben habe, dachte ich mir so, okay, eigentlich, ich weiß, dass April es wirklich liebt, mit Hunden, mit anderen Hunden zu spielen. Und das Einzige, was ich schade finde, dass die halt keinen zweiten Hund haben, weil ich eben weiß, dass April andere Hunde so unglaublich liebt. Und zum Beispiel habe ich einmal April in so ein Hundehaus, so ein Dogsitter auf Bali abgegeben. Das war auch wirklich super, super, super coole Erfahrung, glaube ich, für April, weil April da mit 8 anderen Hunden irgendwie durch den Garten gerannt ist und der Besitzer meinte so, ich glaube, wenn der April abends nicht in einen anderen Bereich tun würde, würde die ganze Nacht mit den Hunden durchspielen. Und so ist April halt drauf, ja. Auf jeden Fall, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ich hatte dann diese Familie im Kopf, das Pärchen mit dem Hund und ich dachte mir, okay, vielleicht ist es genau das, ja. Und dann habe ich denen nach 3 Monaten das erste Mal geschrieben, dass ich halt ein paar Probleme mit April habe, beziehungsweise dass es um April geht und ob wir vielleicht einmal kurz telefonieren können. Und innerhalb von einer Minute haben die sich gemeldet und einfach gesagt, ja, wir sind immer noch interessiert und das würde unserem Hund auch mega gut tun. Und ja, dann war es schon ungefähr nach einer Minute klar, nachdem wir telefoniert haben, dass die neuen Besitzer von April sind. Und diesmal wirklich. Und ich hatte wirklich bei denen wirklich jetzt wirklich ein super gutes Gefühl. Einen Tag, nachdem ich dann mit der Familie telefoniert habe, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe von der anderen Familie, dass sie April nicht mehr behalten konnten, haben die dann einfach April abgeholt und seitdem lebt April jetzt bei denen. Ich bin wirklich super happy darüber, dass das so schnell geklappt hat, weil ich April auch so schnell, wie es geht, dort von der anderen Familie dann weg haben wollte, weil ich einfach so schnell, wie es geht, ein neues Zuhause für sie finden wollte und weil die andere Familie hat ja nur noch darauf gewartet, dass April dann nicht mehr da ist, auch wenn sich das gerade irgendwie total negativ anhört, aber ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Ja, seitdem bekomme ich fast täglich Fotos. Bei der anderen Familie habe ich nie wirklich Fotos bekommen, aber bei denen bekomme ich jetzt täglich Fotos. Ich blende euch mal hier ein paar Fotos ein, das ist wirklich super süß. Und die haben ja auch geschrieben, dass April und der andere Hund wie so ein kleines Ehepaar sind, dass April sich wirklich super an den anderen Hund hält, dass sie die ganze Zeit zusammen sind, die ganze Zeit Spaß haben. Und ich werde wirklich richtig auf dem Laufenden gehalten. Das gibt mir jetzt einfach so eine super Sicherheit und ich weiß jetzt nicht mal wirklich, okay, das ist jetzt das richtige Zuhause für sie. Ich bin da wirklich super happy drüber. Vielleicht sollte es so passieren, dass genau diese Familie letztendlich April bekommt. Ich bin auch froh, dass sich die andere Familie rechtzeitig noch gemeldet hat. Es hätte ja auch sein können, dass sie jetzt noch ein halbes Jahr warten und dann sagen, wir können April nicht mehr behalten. April war jetzt circa 2,5 Monate bei der anderen Familie. Als ich, wie gesagt, die Fotos dann von April und dem anderen Hund gesehen habe, wie glücklich sie jetzt ist und dass sie sich direkt schnell eingelebt hat. Das war einfach eine riesige Erleichterung für mich. Ja, genau, so ist der aktuelle Stand, was April angeht. Ich habe übrigens April noch nicht wieder gesehen und es hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn ich jetzt April abgeholt hätte bei der anderen Familie und direkt April zu der anderen Familie packe, weil wenn April mich gesehen hätte, dann wäre das für den Hund die absolute Verwirrung gewesen, glaube ich. Deswegen habe ich mich da rausgehalten. Ich werde auf jeden Fall April irgendwann besuchen, ja. Aber jetzt ist es erstmal wichtig, dass sie sich richtig einlebt bei der neuen Familie. Werde ich sie dann auch irgendwann mal besuchen und ich werde euch dann auf jeden Fall auch mitnehmen. Und dann seht ihr mal, ja, wie groß April geworden ist. Als ich April gefunden habe, hat sie 2,5 Kilo gewogen, jetzt wiegt sie 11. Also das ist wirklich ein unglaublicher Unterschied und ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt jetzt schon, wenn ich April das erste Mal wiedersehe nach so einer langen Zeit. Ja, April wird auf jeden Fall gefühlt immer in meinem Herzen bleiben und auch immer ein Teil von mir bleiben, daran wird sich nichts ändern. Ja Leute, ich wollte euch mit dem Video einfach mal zeigen, was so hinter den Kulissen passiert ist. Vielleicht sollte dieser ganze Prozess so passieren. Ich habe da auf jeden Fall jetzt ein richtig gutes Gefühl bei. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ansonsten, ja, hoffe ich euch, dass euch dieses kleine Update von April gefallen hat. Bald geht's übrigens wieder los auf einer Reise. Ich habe erstmal ein bisschen genug von Deutschland, ich war lange genug hier. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir